Angst davor habe, jetzt so eine Handlung zu konstruieren, solange sie trotzdem noch ihren Grund hat. Also solange das irgendwie noch halbwegs in der Wirklichkeit verwurzelt ist, sodass die Sachen, die da drin vorkommen, auch tatsächlich passieren könnten. Was ich meine, weswegen ich diese ganzen Figuren nochmal zusammenfinde, ist, dass ich auch meinen Spaß daran habe, die alle nochmal zu nehmen und nochmal wieder aufleben zu lassen, weil das eine Art Hommage an die Figuren werden soll. Dass die jetzt, dass es ziemlich unmöglich ist, dass die da alle zusammenkommen, ist ja egal. Es könnte ja zufällig passieren. Und das reicht mir ja eigentlich als Grund aus, dass ich sie dann zusammenkommen lasse. Da ergänzt sich noch, dass man eine andere Perspektive geben. Es wird immer, auch bei Fernsehverfilmungen, also getauscht, also wird auch immer gesagt, es ist zu konstruiert. Und die Wirklichkeit, es wird dann immer gesagt, also meine Wahrnehmung, auch die Wirklichkeit ist eine, die das nicht zulässt als Wirklichkeit. Also das heißt, das kann so gar nicht passieren, das ist ausgedacht und unmöglich. Wir haben den Fall gehabt, beziehungsweise, also jetzt nicht zwei Dinge, wir haben den Angriff unserer eigenen Autoren gehabt, die nach der Barschel-Affäre gesagt haben, wenn wir ein Buch über die Barschel, also ein Buch mit dem Tenor dieser Barschel-Affäre geschrieben hättet, dann hättet ihr das nie gemacht, weil ihr uns, also Lektoren, uns gesagt hättet, das ist zu konstruieren, du bist vollkommen wahnsinnig geworden. Das bringt dich da um und bekloppt. Ne? Und wir haben erstaunlicherweise in zwei Fällen jetzt in der letzten Zeit Bücher gehabt von Autoren, die natürlich vollkommen unabhängig jetzt von einer Entwicklung geschrieben worden sind, weil, das muss man schon schnell dazu sagen, die vorlaufende Produktionszeit bei Kriminalromanen, Manuskriptablieferung und Erscheinungstermin über ein halbes Jahr ist. Das heißt also, wir können gar nicht nach heißen Themen schreiben lassen, wenn ich also jemand sage, schreibt dann was über AIDS oder so. Auf die Idee kommen wir auch gar nicht. Es geht andersrum. Ein Autor von uns, Horst Bieber, hat einen Roman geschrieben, jede Wahl hat ihren Preis. Wenn Sie den lesen, dann werden Sie sich wundern, dass die Barschel-Affäre danach überhaupt noch passieren konnte. Und wir haben einen Kriminalroman eines anderen Autors gehabt, Peter Schmidt, ein Spionageroman. Da ging es um einen Typen, der immer besoffen war und der also einen Flaschenberg hinter seinem Haus hatte und der also total die Geheimnisse verraten hat. Diesen Fall gab es. Halbes Jahr, nachdem das Buch erschienen ist. Da holt die Realität die Fiktion ein. Und deswegen, das gebe ich immer nur zu bedenken, wenn es also da um die Diskussion geht, das ist zu konstruieren, das kann doch alles gar nicht passieren und Menschen unmöglich. Die Realität führt das immer wieder ad absurdum und das merken wir gerade in diesem Genre sehr häufig. Und deswegen würde ich immer noch das, was auch er jetzt davor hat, in dem ist jetzt ein dritter Roman, also das Exposé, was Sie gelesen haben, was das Ende der Trilogie ist, würde ich sagen, das ist vergleichsweise harmlos. Also ich neige ja dann immer eher dazu zu sagen, ach komm, mach doch nochmal irgendwo noch einen Spannungsbogen rein und erzählen zu dem, wir machen mal so und dann machen wir so, oder können wir das nicht rausnehmen oder gleich das nicht so sehr in einem anderen Buch, weil ich diese Empfindlichkeiten kenne. Das kommt immer wieder, also dieses Thema ist es zu konstruieren. Deswegen gucken Sie sich einen Tatort an, da fällt Ihnen nichts mehr zu ein, wie die Dinger konstruiert sind. Also das ist wirklich unglaublich. Das muss ja Waisenkinder geben. Man sollte die Wirklichkeit nicht unterschätzen, denn das ist manchmal eine ziemlich abenteuerliche Angelegenheit. Also ob da manchmal nicht Sachen passieren, die noch viel haarsträubender sind als das, was sich da so mancher Autor ausdenkt, ne? Das ist die andere Frage. Aber da war noch irgendwas, glaube ich, heute noch gemacht. Ja, es ging aber um die Sachen vorher. Und zwar haben Sie gesagt, dass es keinen Zweck hat, dann ein Buch zu veröffentlichen von einem Autor, der jetzt nur noch ein Buch zu schreiben, ein Krimi zu schreiben oder zwei Krimis zu schreiben. Hat er gerade jetzt einen Vertrag bekommen, in dem er sich verpflichtet, fünf oder sechs Krimis abzulegen? Oder wie läuft das? Also wir haben, ich glaube, über ein Jahr. Wir haben über ein Jahr miteinander geredet. Das Manuskript ist ununterbrochen miteinander geredet. Das Manuskript bleibt vor. Ich habe dann von ihm verlangt, also ich hätte manchmal ihn gebeten, verlangt, jetzt steht er ja im anderen Abhängigkeitsverhältnis. Ich habe ihn also darum gebeten, dass er. Wir kamen im Gespräch zur Form der Trilogie, und das war Personen, die wir aufkommen, dass er diese Trilogie ausgehend von seinem ersten Roman in zwei weiteren Exposés entwickelt. Und das hat er gemacht. Und dann haben wir gesagt, also das und das muss vielleicht umgeschrieben werden, und da haben wir uns darüber geeinigt, und dann haben wir einen Vertrag über drei Jahre gemacht. Dann war ich in diesem Jahr, am Anfang der
mir klar, dass das, was ich eben sagte, dass dann auch noch andere Stoffe entwickelt werden können. Das war auch gleich eine Prämisse, die wir gesagt haben, also drei mit diesem Polenthema, er soll nicht zum Polenfreak werden. Dazu hat er selber auch, glaube ich, auch gemacht. Hat er eigentlich gar keine Lust. Und das so entwickelt sich das so weiter. Das ist dann so eine konstante Zusammenarbeit. Und dann kommen die Verträge aufeinander. Ne? Also wenn er jetzt dieses Exposé abliefert,